Wie fit ist Felix für Samstag? Felix ist topfit und kann es kaum erwarten, in den Ring zu steigen und sich das WM-Ticket zu sichern. Er ist motiviert, also ein bisschen die Haarspitze, eine reibungslose Vorbereitung. Ja, wenn ich zurückblicke, die ersten zwei Vorbereitungen, die wir gemeinsam hatten, das ist unsere dritte Vorbereitung jetzt, die waren sehr stolperig, krankheitsbedingt, gerade gegen Kraft. Er ist ja zweimal außer Gefecht gesetzt worden, krankheitsbedingt, er hat den Effekt, mussten den zweimal rausnehmen. Insgesamt hat er da zwei Trainingswochen verloren, was sehr viel ist. Nichtsdestotrotz war die Leistung okay. Wir hatten 6 Sparringspartner angepasst auf Istvan Sili. Wir haben 78 Sparringswochen hinter uns. Felix hat über 10 Kilo gecuttet. Sehr systematisch, sehr professionell. Ja. Ich bin sehr glücklich darüber und er war bis jetzt, also definitiv in unserer gemeinsamen Zeit, war er noch nie so fit, wie es derzeit ist. Und deswegen bin ich auch der festen Überzeugung, ja, dass das ein wirklich starker Kampf sein wird, der nicht verpasst werden darf. Wir sind ein tolles Team und jeder sagt das natürlich. Jedes Team, ah, wir sind ein tolles Team, das ist so ein Standardspruch. Aber wir sind ein authentisches Team. Das kann ich so mit voller Gewissheit sagen. Einer für alle und alle für einen. Ja, das macht uns auch nochmal stärker als alle anderen. Und jetzt schauen wir uns mal auf der Pressekonferenz erstmalig, ne, die Gegner auch live an. Ne? Mal schauen, was die so zu sagen haben, was deren Trainer zu sagen haben. Und man findet auch morgen das Weigh-In statt. Und Samstag legen die Fäuste 5 Kämpfe, so Gott will, 5 Siege. Momentan der absolut wichtigste Kampf, ist ja klar. Für mich persönlich, jeder Gegner ist eine neue Herausforderung und ist dann sicherlich nicht hier, um sich die Stadt Dortmund anzuschauen, oder einfach mal im Ring ein bisschen spazieren zu gehen und dann nach Hause zu fahren. Er wird natürlich alles geben, es ist eine riesige Chance für ihn. Das ist mir bewusst und wenn man, wie es auch gerade gesagt hat, die Chance hat, in der WM danach zu boxen, ich bin 43, Islam ist 40, in dem Alter nochmal die Chance zu bekommen. Glaube ich, wird man so motiviert sein wie in seinem Leben. Und deswegen nehme ich das Thema extrem ernst. Und deswegen ist er momentan für mich der wichtigste Gegner. Aber eine Liste, Rangliste gerade irgendwie aufzustellen, gibt für mich keinen Sinn, weil die Kämpfe, die ich hinter mich gebracht habe, die lasse ich auch hinter mir. Und Islam ist vor mir und das zählt nur für mich. Press-Conference done. Es geht jetzt wieder zurück Richtung Köln. Das schöne Westfalenstadion hier hinter mir, wie ihr sehen könnt. Heute erstmalig face-to-face Felix und Istvan Silic. Istvan macht mir auf jeden Fall einen sehr motivierten Eindruck. Das, was er da erzählt auf der Pressekonferenz oder erzählt hat, er und sein Trainer, sieht drahtig aus, sieht austrainiert aus. Wir erwarten auf jeden Fall ein krasses Gefecht am Samstag. Leute, was geht ab? Das offizielle Weigh-In findet jetzt in wenigen Minuten statt, wo sich Felix und Istvan wirklich ganz nah von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen werden. Ja, natürlich auch alle anderen Kämpfer. So langsam steigt der Adrenalinspiegel. Morgen fliegen die Fäuste. Auf die 51%. Ladies and gentlemen, hier ist Felix Sturm. So, sind wir mal gespannt. Der Platz, Felix. Leute, was geht ab? 5 meiner Leute werden heute hier in der Westfalenhalle in den Ring steigen. Es wird ein richtig, richtig heißer Abend. Hanna wird sich ihren Titel sichern. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass Felix sich heute sein WM-Ticket sichern wird. Leute, ab in die Westfalenhalle.
Nummer 1, Round Number 1! Box! Schaut immer so an, weil er Luft braucht auch. Verstehst du? Also musst du, pass auf, lass die Hände. From Hungary is Bob Seeley! Ja, alles okay, Gott sei Dank, natürlich. Ein harter Kampf, was ganz anderes als ich erwartet habe. Leider auch sehr unsauber. Und der Ringrichter hat das alles laufen lassen. Naja, ist wie es ist, ist Sport, das muss man akzeptieren. Jo Leute, ich bin jetzt im Hotelzimmer. Der Abend ist grundsätzlich super verlaufen. Ne? Tolle Kämpfe auf der Undercard gesehen. Und nach der Vorbereitung mit Felix, was ich so gesehen habe im Training, ne? War die Erwartungshaltung natürlich super groß. Ne? Also, dass wir die Veranstaltung auch mit dem Sieg von Felix noch abschließen. Leider, wie es im Sport ist, oder wie es im Leben ist, und manchmal gehen die Dinge nicht so, wie man sich das erhofft oder wünscht. Ich bin sehr enttäuscht, wirklich von der Leistung des Ringrichters. Ich habe keine Worte dafür. Der bekommt von mir also eine ungenügend. Also dann brauchen wir auch keinen Ringrichter mehr. Er hat 3 Platzwunden sich im Kampf geholt, an 3 verschiedenen Stellen und alles durch Kopfstößen. Istvan Seeley bekommt keine Verwarnung. Tiefschläge, ja, Dutzende Tiefschläge, ja, dutzendmal wurde er geschubst. Ja. Natürlich, wenn Blut ins Auge läuft, ne, wird natürlich die Sicht beeinträchtigt. Ja. Ganz, ich will noch nicht mal Istvan so, ne, der ist, macht einen sportlichen Eindruck, ihn gar nicht so bezichtigen dazu, dass er das geplant hat. Aber wie gesagt, wir haben dafür einen Ringrichter. Er hat alles versucht. Ne? Ich hätte vielleicht auch alles versucht, um mir ein WM-Ticket zu sichern, ne? Und den Kampf zu gewinnen. Aber wie gesagt,
sorry, da kann man sich auch auf der Straße kloppen, so, ne? Dafür, also braucht man keinen Ringrichter. So, welche Rolle hat er da? Welche Rolle hat er da? Also wenn er bei sowas nicht dazwischen geht, nicht eine Verwarnung gab es. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wenn es zwei Verwarnungen gegeben hätte, ne, dass der Kampf anders verlaufen wäre. Zumal auch Sigi einmal schwer angeklingelt war in der 9. Runde. Der hat wirklich richtig wackelige Beine gehabt. Schade, leider kurz vor Schluss. Schade, schade, schade. Ja, also das Unmögliche möglich gemacht und gehört zu den besten Boxern, die das Land, zu den erfolgreichsten Boxern, die das Land je gesehen hat. Und wir wissen nicht wann, in wie vielen Jahren, ja, ob ich das überhaupt miterlebe, dass es wieder so einen Boxer auf diesem Niveau gibt, der 5-mal Weltmeister wird. Es ist mehr schade, es bricht mir so das Herz. Ja. Dass ich nicht schaffen konnte, die Situation in irgendeiner Form zu ändern. Ich bin ein Mensch und auch ein Trainer, der immer nach Lösungen sucht, aber woran das jetzt, wie gesagt, schlussendlich lag, das Auge hat natürlich so diese unsaubere Art zu kämpfen, hat natürlich unheimlich beeinträchtigt. Ja? Wir hätten diese Video sehr gerne mit einem Sieg gekrönt. Das Auge tränt und das Herz blutet, sagt man im Arabischen. Kein schöner Tag so für mich als Trainer, als Freund, als so Bruder. Ne? War eine tolle Veranstaltung. Ach, was unglaublich. Also sie hat den Intercontinental-Titel gewonnen, sehr verdient gewonnen. Klasseleistung von Endes. Beeindruckende Leistung von Kalusch, so Eisenfaust, ne? Unser Spaßvogel. Meeres, ne? Dritter Kampf, dritter Sieg. Er hat 3 Kämpfe in den letzten 6 Wochen gemacht. Junge, aufstrebende Athleten, die zu Felix raufschauen. An dieser Stelle will ich auch so die Minute an Felix so widmen und ihm auch nochmal so sagen, ne? Sowohl als Trainer, als auch Freund, als auch Bruder, ne? Welche großartige Karriere so er hingelegt hat. Tausende, Tausende, Hunderte waren wir, die so neben ihm geboxt haben. Ja? Aber keiner war so erfolgreich. Keiner war so erfolgreich wie du. Wie traurig es auch ist. Ne? Muss der Kopf oben bleiben. Wir schauen positiv nach vorne. Auch wenn es uns schwerfällt. An dieser Stelle ein kurz gehaltenes Outro. Leute, danke für euren Support. Kann ich hier so mit Daumen hoch und Kommentar oder sonst etwas, ne? Einfach vielen Dank für euren Support und ich hoffe, dass wir trotz dessen euch noch mit viel Input, mit viel Insight-Wissen weiterhin so bereichern. Vielen, vielen Dank, euer Coach Mo.